Okay. Das ist ja geil. Hast du meinen Sack voll gemacht? Geil. Oh, ich habe einen Pfeil von dir aufgesammelt. Siehst du die Pfeile? Nimmst du ja auch wieder mit hoch, ne? Die haben nur 5% Chance, kaputt zu gehen. Hast du meinen Weg gefunden, oder? Nein, also ich habe eins getötet und da steckt ein Pfeil drin. Ich weiß aber nicht, ob das mein Pfeil war, den ich vorher drauf geschossen habe. Nee, das war meiner. Das war ja schon ein bisschen Leib verloren, ne? Ich glaube nicht. Das kann nur vielleicht ein bisschen. Vielleicht hat es regeneriert, keine Ahnung. Ich habe nicht so doll drauf geachtet. Ich habe einfach das Messer auch Holz. Dran. Das hast du Kopf und Pfeil. Ich hol Holz. Mhm. Ich bringe einen Wald mit. Nicht, wenn ich ihn vorher abpacke. Boah, das ist aber mutig hier, ne? Das Haus ist. Brauchen wir Hefe? Ja, unbedingt Pillar drunter machen, ne? Lederbaum. Ich meine nicht Hefe. Weil ich das Steinhaus, das ist, gibt's sonst irgendwann. Leder ist in der Bank drin, ne? Brauch. Du hast hier 6 Settings aneinander, die keinen Bodenkontakt haben. Das ist nicht das Riesenproblem. Willst du Brot machen, Enz oder so? Ich könnte Hefe, Weizen bringen. 400 Kilo. Ich mache die unten. Ja. Super, habe ich einfach mit. Schon da bin. Ich habe einen Tarplatz gehabt. Habe ich keinen Inventarplatz mehr. Holz 1, Holz 2. Wo ist es hin? Hat der schon getrunken? Ja, anscheinend schon. Ja. Ich pack das halt einfach in die Werkbank. Ja. Bitte schön, bitte schön. Und dann. Ich brauche noch einen Upgrade. Stückchen und Stein. Stückchen und Stein. Töte das Raubtier. Jetzt bräuchte nur noch die andere Killmission Upgrade. Die mit dem Panther da. Oder Jaguar oder so, was das da ist. Ich glaube, die hat auch eins bekommen. Ja. Zumindest gibt es noch ein paar andere Missionen, die Upgrades bekommen haben. Ich hoffe, die Scanner-Mission. Sie sind viel latschen müssen, viel scannen müssen. Super. Da gibt's tatsächlich auch welche. Ach du Kacke. Also nicht unbedingt die Scanner-Missionen, aber so irgendwelche Rettungsmissionen, wo du irgendwas sammeln musst. Ja, wenn nur die Zeit verändert wurde. Ja, das ist halt Leben Aktionsrange und sowas. Ist aber trotzdem mutig, so Missionen mit 6 Stunden Zeit zu machen, denn. Man hat eigentlich immer nicht immer so viel Zeit. Wir haben jetzt Glück, dass wir halt hier nicht so viel machen müssen, so, ne? Mhm. Aber wenn du jetzt aus der, keine Ahnung, 19 Uhr aus der Arbeit kommst, bis 22 Uhr Zeit hast, eine Stunde noch was ist, 2 Stunden und dann kannst du am nächsten Tag nicht 2 Stunden weiterspielen, weil das schon vorbei ist. Das ist eigentlich, also für Leute, die jetzt nicht den ganzen Tag zocken können, ist es eigentlich nur fürs Wochenende gedacht, ne? Ja, am Wochenende vielleicht musst du noch andere Sachen erledigen, je nachdem. Es ist halt einfach also, gesagt, muss eine Spielzeit muss es sein. Dass das Ingame-Time wäre. Ja. Das würde deutlich angenehmer sein. Auch. Oh. Okay. Weil du auch einfach mal sagen kannst, ey Leute, lass mal ganz kurz Pause machen. Ja. Ich muss eben was essen oder was erledigen oder dies und das. Genau, ich muss mal kurz, was weiß ich. Ich muss mal kurz Dünnung. Kacken gehen. Kacken, schiffen, scheißen, egal, jeder mal. Also Halbzeit. Alle 45 Minuten, 15 Minuten Pause. Ja. Ja. Also Holz, ich habe noch mehr Holz geholt. Holz ist in der Bank. Das war doch. Okay. So. Ich habe deinen tollen Superfall auch mal in die Bank gelegt. Superfall, sagt er. Zack. Nö. Nimm doch mit.
Ist ja deine. Nimm ihn doch mit. Oh, alles voll hier. Fleisch, Fleisch. Ich hoffe, dass der jetzt echt anstrengend ist. Na. Der war vorhin schon ultra schwer. Ja, wir haben schon gedacht, wir brauchen dich. Ich brauch Leder, ganz viel Leder. Ja, ohne Witz, wir sind damals ja echt zu zweit einfach nur hingegangen. Du brauchst Leder? Ich kann sponsern. Und lag so scheiße, dass mich mein Mate nicht retzen konnte. Und dann hat er den quasi gesolot und er stand einfach nur auf einem Stein. Ja, ja gut, aber wenn er nicht auf dem Stein stehen würde, dann wäre das Ganze deutlich anstrengend. Hier, so ein Stein reicht halt aus. Wir... Ich bin bei der Mission über 10-mal gestorben, täglich. Wir haben 2 oder 3 Tage dann gehockt. Ja. Also, das heißt, das war halt so... Entweder stehst du auf dem Stein oder nicht. So. Ja, wir hatten halt... Einmal hatten wir eine Stunde von 19 bis 20 Uhr. Dann hier hin und her bauen, aufbauen, machen. Und eine Stunde nächsten Tag hatten wir noch eine Stunde oder so. Zweimal eine Stunde und dann... Pff, schwierig. Oder zweimal 2 Stunden, ich weiß nicht genau. Nur mal LED hier rein, bitte. So. Was machen wir da mit dem Leder? Ja, das ist fertig. So. Wie viele Wölfe waren das jetzt eben hier? Schon eine Menge, oder? So. Ach doch, der Boden, haben wir es. Kann man das Ding abreißen? Ja, das ist der Boden. Ja, lol. Der Boden. Crafts. Oh, ist schon viel schicker hier. Viel schicker mit dem Stein. Ich mach noch einen Schlafsack für Fuffi. Dann haben wir mehr. Gut, wir können die auch hier lassen, ja, das passt ja. Oh! Wo ist er? Jetzt geht's aber los hier. Randalierer! Ich brauche noch ein paar Steine. Und ich. Ist das jetzt um vor den Wolf zu schützen? Nee. Einfach nur, weil wir Langeweile haben und vor das Wetter schützen wollen. Müssen wir nicht mehr reparieren. Aha. Mein kostet ja nichts. Steinbrock und dann ein bisschen Eisen. Ja, hatte ich gerade. Was ist denn hier da und für solche komische Sachen hier? So. Da. Haben wir noch Roheisen? Ich hab extra noch Dinge hingetan in der Werkbank. In der Werkbank auf jeden Fall. Oh, da hab ich noch welche hingetan. Gib mir mal eine Rampe wieder. 1, 2, 3. Schick noch. Zwei, drei. Craft. Kurz einloggen, braucht man die Sicherheit. Fertig. Okay, passt. Zack. Kurz hinlegen. So. Ja, ich weiß ja nicht. Also bin mir da nicht so sicher. Bescheid, ich lock dann raus. Ich bin hier gerade auf dem Weg zum Spawn, weil ich gucken will, ob da Tiere sind. Weil ich laufe hier gerade einmal lang und mir begegnet nicht ein einziges Tier. Ich hab gerade alles gekillt da. Das ist frech. Manche Spieler können aus folgenden Gründen nicht schlafen. Dehydriert. Was heißt manche? Nenn doch einen scheiß Namen. So, 3 von 5 schlafen.
3 von 4. Am einlegen bitte. Bin unterwegs. Du kannst auch ausloggen kurz, also. Da steht neben dem Haus. Achso. Und Holz. Den Baum wegmachen. Leg dich endlich hin. Enzo kann nicht Enzo ist immer im Stress. Du kannst, musst sofort reagieren. Also ich bin entspannt. Wenn Enzo was sagt, warte jetzt mal eine halbe Stunde, bis er sich aufregt. Ist das für mich? Ich hab noch Zeit. Ich kann da nicht warten, weil ich guck dann einfach im schwarzen Bildschirm an. Und in der Zeit kann ich etwas anderes zocken. Ist. Ah, jetzt hat also so magst krass. Magst du die Farbe schwarz nicht, oder? So. Wisst ihr, deswegen ist Gex clever und hat nebenbei sein Idle MMO da. Immer auf dem zweiten Monitor. Aber jetzt noch nicht. Mensch, jetzt fall mir doch nicht in den Rücken. Ja, natürlich, auf dem Gameboy habe ich nebenbei das noch offen. Ja, hast recht. Stimmt. Ist doch bestimmt ich, Pokémon Shine hier. Das neue. Ich Pokémon Go ins Klo, ja. Da werfe ich immer Bälle. Wie viel muss man eigentlich donaten, damit du 24 Stunden Fortnite streamen hast? Ein was? Für ein Stream? 24 Stunden Fortnite Stream. ich bin. 700 Euro. Also. Ich weiß nicht, ich bin da. Aber ich dachte so auch so. Also. Fortnite! Wo würdet ihr Gags gerne mal gespielt. Sehen? Gags in der Kluft. 24 Stunden League of Legends. Ach du, oh Gott, dann doch lieber Fortnite. Ich meine dann doch lieber LOL. Ich muss irgendwie psychologisch da herangehen. Es ist alles super toll, würde ich alles gerne machen. Gar kein Problem mit. Aber doch nicht für Geld. Für Bitcoins mache ich das. Ach so. Da ändert sich gleich die Währung. Na klar. Na klar, sag. Na klar. Raubtier-Extrem-Eliminierung, oder wie heißt die? Raubtier-Exterminierung. Achso, Exterminierung. Exterminate. Oh, ja, das musst du erstmal da lesen. The fuck? Wir brauchen erst. Immer diese Analphabetiker. Wir brauchen erst. Analphabetiker. Ja, richtig. Was baust denn du hier? Der hat einfach durchgedreht. Genau. Direkt mal alles abreißen. Achso, du willst, dass wir den Bosskampf hier machen, oder was? Aber der kommt da hoch. Ich mache jetzt ein paar Steinpfeile, dann mache ich den weg. Jetzt Enzo, entspann dich mal, wir haben Zeit. 4 Stunden 34, wir nutzen ja raus. Bei 4 Stunden 30 Pulver. Bei 4 Minuten Pulver. Du musst das Spiel genießen, entspannen, nicht so hektisch sein. Wieso? Ja, wir sind doch schon längst durch mit dem Spiel. Wir machen hier nur Peterpalle. Naja, eben nicht. Oder nicht? Nee. Wo siehst du das also? Nee, Peterpalle ist es nicht. Serious Gaming ist es hier. Du nimmst das Spiel also gar nicht ernst? Ja. Muss dieser scheiß Peter in der Mitte stehen? Der nervt mich. Nee. Erst nervt mich mein Ofen, dann der Pillar. Was für ein Ofen? Ich hab ihm gesagt, das Ofen, ja. Ich... Jetzt steht dieser Amboss hier so schief, nervt mich. So, weg mit dem Amboss hier. Dann auf die andere Seite. Dann haben wir links und rechts von den Öfen Amboss. Schau mal, das ist doch symmetrisch gigantisch. Ja, siehst du, viel schöner hier. Okay. Ja, ich gehe im Boss mal, tschüss. Jetzt entspannt dich mal. So, 100 Sterne, 4. Du musst es ein bisschen genießen hier. Enzo. Tue ich doch. Ist so Russian. Wir bauen hier auf, wir haben ein bisschen Spätzle. Alter, Spätzle. Junge! Du kannst jetzt doch nicht hier. Nicht pullen, anlegen. Wir sterben uns alle hier. Jetzt greift mir das Haus an. Wir brauchen Leder, ich will nur ein paar Wölfe machen. Da müssen wir aber alle in der richtigen Sicherheit sein. Oh, oh, der Boss ist am Haus. Ja. Yo. Ja, ich glaube, wir machen den Boss Mama. Dann doch mit. Ja, der reißt gerade das Haus ab, ne? Nur ja. Ja, der geht raus aus dem Haus. Da ist schon gar keiner mehr, aber der hat das Haus Akku. Ne, ich bin noch da.
Soundsack, boah, hab ich auch noch nie gehört. Ja, ich bin da. Und Geross? Jo. Na, komm schon, was ist mit dem? Willst du es doch machen, oder was? Mama! Oh, wo ist denn der Boss? Beiß den Gex! Der läuft zurück zu seinem, Ding. Wollen wir da doch alle mal mit dem Messer drauf? Auf den Boss? Ja. Wollen wir jetzt doch machen? Also ist nicht entspannt hier zocken? Ich weiß nicht, wie ich den mache. Na, lass den jetzt wegmachen. Genau, da hat mich gekillt. Stehst wieder. Wölfe spawnen. Vorsicht. Am besten nicht im Haus dodgen, würde ich sagen. Ja, ja, der. Wölfe spawnen. Passt auf da, Nichts, nicht übertreiben jetzt hier. Nicht übertreiben jetzt. Mal in der Hand, moin. Der nächste tot. Na, ich weiß nicht, warum machst du das denn, Enzo? Wieso entspannst du dich ein bisschen? Bin doch entspannt. Ja, das hat doch gepult hier, den Boss. Lass uns doch ein bisschen bauen, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen schauen. Ja, kommst du retzen? Kann retzen kommen, ja. Ja, cool. Ich versuche zu mir zu pullen. Ich schieß schon hier. Oh, wir haben jetzt. Okay, kommt einer zumindest. Der ist tot. Bereite Geometrie vor, was ist denn jetzt los? Ja, du hast den anderen Spieler, schaust du dir an. GZ. Ist schon nicht. Wir machen jetzt den Hardcore. Warte, ich geh mal hin. Ist der Boss auch da? Ich geh mal hin kurz. Hex mich doch erstmal, du bist direkt daneben liegen. Wo liegst du denn? Ich seh dich nicht. Einfach hier hinter dir. Hinter dir, der messert weiter, er guckt gar nicht. Doch, ich hab doch geschaut im Kreis, was willst du denn? Schade, dass keine Zahl ansteht vom Leben hier. Geht mal links und rechts von dem, damit er nicht abhauen kann, irgendwie. Das klingt ein Fest. Lass mich. Hardcore. Ich auch mal probieren zu schäuten hier. Boah. Alter. Wir haben 10, 20, 30, 40 Fleisch. Ja, mit Bär ist immer scheiße, ja. Ja, können wir also wieder zurück? Warum bin ich jetzt hier gelaufen? Gute Frage. Ey, du warst am Droppod. Ich war schon dran vorbei, bin zurückgelaufen, weil ich glaube, ich helfe euch mal. Na gut, dann laufe ich wieder zurück. Bis später. So. Was glaubst du, wie krass das irgendwelche YouTuber jetzt verkaufen als Ultra-Hardcore-Click-Mission? Übelst. Ich wette mit dir, da steht jetzt, boah, krasser, fetter Fight. Ich fand den jetzt nicht wirklich schwieriger als Barrow nicht. Der hat halt ein bisschen mehr Leben. Bisschen mehr, der war jetzt noch leichter, da er sich da festgepackt hat im Stein. Ja, mein Gott, ist halt so. Das ist okay, Modern Hand, so wie du es gemacht hast, super. Und ich hatte gestern dir eine Fehlinfo gegeben. Wenn du alleine auf dem Server bist, zählen die Solo-Talentpunkte. Es ist nur, wenn jemand joint, dann zählen sie nicht mehr. Ich wusste das selber nicht. Also, wenn du Solo skillst, ist das nicht so schlimm? Was ich fand, das ging. Mit Bogen und Steinpfeil. Ja. Ich meine, ich war noch nicht mal da. Ihr habt das zu dritt gemacht. Ja, und die Hälfte von euch war die ganze Zeit tot. Ja. Ich habe halt von hinten eher geschossen und geschaut, was passiert. Da bin ich hingelaufen. Oh, ich bin tot. Warum bin ich tot? Dich lass mal jetzt liegen, weil du gepult hast. So. Respawn doch einfach! Kein Sinn. Warum?
Habe ich Schaden bekommen? Nee, ich war doch geheilt. Vielleicht hast du vielleicht geblutet oder irgendwas? Nee, das ist ja das. Macht ja keinen Schaden. Ja. Wenn die Wunden und infiziert? Okay. Nee, ich hab mich ja verbunden gehabt, deswegen. Keine Ahnung. Also ist die Schwierigkeit halt die Zeit. Theoretisch. Naja. Ja. Also wenn ihr weiterspielen möchtet, so die Wasser machen oder die Hardcore-Mission, könnt ihr gerne tun. Ich wäre dann wieder dabei bei der 30. Tage. Ja, ich weiß, dachte ich mir schon. Wollte ich gerade sagen, weil irgendwie bist du zu unentspannt. Entspannt spielen, ich will noch ein bisschen genießen hier. Ich habe schon genug genossen. Ich habe schon über 100 Stunden. Was soll ich da noch genießen? Ich will. Ja, wir tun das ja immer noch. Ja, man hat jetzt ein bisschen alles durch, ne? So. Ja, das ist halt immer das Gleiche. Das wird es ja auch nicht ändern, das wird immer so bleiben halt. Richtig. Ich würde auch noch eine, zwei Missionen mitmachen, aber danach würde ich dann auch ganz gerne die 30er machen wollen. Ja, danke dir mal in der Hand. Was sind die 3 neuen? Sind die toll? Die wir bekommen haben? Die was? 3 neue Missionen haben wir ja bekommen heute. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, eine ist ganz witzig, weil man da wieder Ressourcen sammeln muss. Mhm. Und ich nicht weiß, was für Ressourcen das sind. Jawohl. Und wie viele. Aber ansonsten ist das halt auch wieder möglich. Ich glaube, es gibt auch noch eine Aufbaumission. Oh, ist doch schön. Könnte vielleicht auch ganz cool sein. Kein Oxy. Hast du Oxy? Gex? Nicht für dich. Und ja, ich hab natürlich. Wie, du verlierst dein Leben? Hast du denn mal auf? Hast du keine Flasche gebaut oder was? Hier tut's mal. Doch, aber. Nur eine kleine. Mhm. Thank you. Exposure. Ja, jetzt kriegen wir ja sogar Exotic. 25, oder? Ja. Oh, ich brauche 26 Millionen. Scheiße, Mann. Eins zu wenig, hm? Bild. Theoretisch kannst du mich schon ganz easy machen. Langbogen bauen. Steinpfeile 700 Stück. Fertig. Oder den Bogen aus der Ding und fertig. Hing hier fest oder was? Tschüss. Florian, sagst du? Okay, ihr seid safe, oder? Kann jemand den anderen irgendwann irgendwas so machen? Oder mache ich das dann gleich für euch? Ja. Ich würde nämlich schon mal abhauen und kurz AFK gehen. Machen Sie so. Ja, mit Messer ist ultra. Messer ist, machst du so viel Schaden. Messer ist sehr geil. Besonders wenn dann Wölfe zu nahe kommen. Einfach rein da. Schwierig. Wow. Leider dachte ich, ich pimp und dann kam Eisbär und ein Bär tot. Wie, Eisbär und Bär? Hm? Beides gleichzeitig? Hatten wir auch schon. Wo wir ins Eisgebiet rein sind, dann ist unser Bär gefolgt, weißt du, ja? Mhm. Ja, das kann passieren. Und dann Bait es am Arsch hat in der Übergangszone. Ja, aber der Eissturm kommt, okay. Die Mission, Enzo, wir da gemacht haben mit diesem Eissturm, wo wir das Radar aufstellen mussten. Die war doch super geil, fand ich, ne? Wo wir überleben mussten im Haus.
Aber Zero hat einfach das Scheißrad in eine Höhle gestellt und gut war's. Das ist vorbei. Mhm. Wir hätten nie was bauen müssen, theoretisch. voll ernüchternd, als ich das gehört habe gestern. Schade, dass wir dieses Prime nicht für die nächste Mission mit. Was bringt mir jetzt 40 Prime Meat? Ist eh nur noch. Ja, du kannst ja gerne noch eine Weile dort bleiben, hast ja noch 5 Stunden. Ja, wozu? Das ist ja doof. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man die Pfeile, die übrig sind, die man mit runtergenommen hat, wenigstens wiederkriegt. Ja, natürlich. Also wenn du sie in der Tasche hast oder im Gürtel, dann ja. Wenn du sie liegen hast lassen in der Welt, dann nein. Nee, kriegt man nicht. Wie? Wenn du sie in der Tasche hast? Die sind lost. Gibt's jetzt? Hm? Vielleicht warten, bis alle draußen sind. Also ich hatte 100 Pfeile mit Gags. Ja. Du kriegst welche wieder. Ja, aber? Und zwar, nee, du kriegst keine wieder. Ich habe 75 noch mitgenommen. 3 Slots sehe ich gerade. Du musst wirklich gucken, dass du die alle verballerst da unten. Mhm. Der gibt dir keine übrig gebliebenen Pfeile wieder. Ist im Ernst? Obwohl es ein Werkstatt-Item ist, oder was? Ich habe jetzt 10 Pfeile verschossen von 75, hatte noch 65. Geh doch nochmal kurz. Die 65 Pfeile sind einfach lost. Warte mal, geh doch nochmal zur Charakterauswahl. Nee, das würde ich frustrieren, weil das ist ein Item, was du benutzen musst. Wenn du landest, musst du das Bündel mit Rechtsklick Konsum öffnen. Ach so, okay. Das zählt dann quasi wie ein Trank. Ja. Du hast ihn verwendet und damit ist er weg. Ach so, du kannst es ja nicht wieder zusammentun. Ja, klar, sicher. Ja, okay. Also als ob der das auf dem Rückflug nicht wieder zusammenbinden kann. Also. Ja, nee. Wir sind in einem Jahr 8000. Das geht nicht. Also was ist denn jetzt mit dir? Sicher mit dem Das ist. Nee, das. Ich habe aber keine Erfolgsdinge bekommen. War die Mission abgeschlossen? Schon, ne? Ja, ich hab bekommen. Ah, der Underchance wird adressiert einmal. Der Underchance, vielleicht muss ich mal rausgehen. Zweimal. Okay, 250, 225 und Ding. 50. Ach, 50 ja. Sogar. So. Ja, nice. Respawn Pots are not available. Siehst du? Gibt's keine. Ja, die stellen es keinen zur Verfügung. Die schicken es ja normalerweise nochmal hoch. Die tun es ja hochbeamen, tun es in einen Spot schmeißen und dann wieder runterwerfen. Oh, hier ist eine neue. Die Mission ist cool, Mann, in der Hand. So, wieder da. Baby. Ich habe mit dem Einschauen noch keine Belohnung bekommen, ja. Irgendwie komisch. Aber 50 Punkte gab es sogar, habe ich gesehen. Jetzt habe ich es bekommen. Super. Cool. Jetzt habe ich drüben 540, yay. Es wäre geil, wenn man die Axt zurückgeben könnte, die eine. So, den Bogen. Jetzt will er hier auch noch einen Gebrauchtwarenhändler. Ja, also verkaufen, einen Teil der Items wiederkriegen. Why not? Dieses Ding. 100. Jedes Mal 100, ey, krass. Man wäre total doof, wenn man die beiden freischaltet und dann immer nur das Schwächste kauft. Den Impfstoff, wenn die beide 100 kosten. Impfstoff gegen Gift, okay, krass. Das ist das aus der Werkstatt, das Equip. Hier. Ganz rechts. Das da. Das kann man direkt mitnehmen, das behält man dann auch. So, jetzt die Frage halt, das Endmesser oder die Endspitzhacke?
Köfen. Werkstatt hier kriege ich sowieso nicht mehr so schnell. Da brauche ich. Ah, doch, geht ja noch. Jo, mach mal. Mhm. Ich bin doch gerade in der Werkstatt. Ich hab halt schon Spitzhacke und Ding. Also, ich hab ja alles schon halt, diese Version habe ich schon hier da. Zwar die Endversion, ne? Ich habe ja schon das hier, ich habe ja schon die da habe ich, jetzt will ich auf die hochgehen. Macht das Messer mehr Schaden? 62 bis 66. Und das andere macht 62 bis 66. Gar kann mich gar nicht mehr schauen. Identisch. Ja. Ja, identisch. 62 bis 66. Ja, das ist egal. Das andere ist auch 49 bis 52. Hä, bei mir ist das rechts oben. Rechts oben und dann ganz. Ach so, die Varianten, ja. Nee, die sind alle gleich. Ist mit wahrgenommene Gefahr halt. Ich hatte noch das, ich habe nur das normale darum. Achso, und Ertrag durch Häuten. Ja, Messer lohnt sich da nicht. Nee, lohnt sich da nicht. Spitzhacke auch egal, also im Endeffekt. Ich brauche halt nichts. Mit dem Impfstoff, mit dem Modul ein bisschen rumwerkeln, aber sonst brauche ich halt nichts. Ich bin so zufrieden, wie es ist. Bis ich vielleicht noch ein paar mehr Punkte habe. Ich hoffe, es gibt nicht so irgendeine Seasons, irgendwelche Punkte-Reset oder sowas. Dass ich dann in ein paar Tagen wiederkommen kann oder ein paar Monaten. So, was das haben wir denn noch Schönes? Wäre mies. Ja. Ah, da gibt es dann noch was, eine neue Mission hier oder was? Hardcore Geo-Survey. Ach, das ja, sind zwei, drei Stunden haben wir nur für die. Mhm. 6 Stunden und 3 Stunden. Setze Gier. Achso, haben wir die nicht gestern gemacht? Oder wollten sich? Oder ist nicht so was ähnliches? Setze die Gier zu einem Alpha, Beta, Gamma, Delta ein. 3 Stunden? Okay. Ist das einfach ein Radar finden? Also holen und dann hin und her latschen? Ich glaube irgendwie sowas. Oder welche ist das? Ich weiß nicht, die würde ich jetzt nicht nochmal nur mit Fingerzeit machen. Da gibt's auch gar keine Dinge, gar keine Exotics. Für. Das ist noch neu. Haben wir gemacht. Das haben wir auch gemacht. Hier ist neu. Spirit Level Hardcore Survey. Gaffer Geological Glacier Data. 300. Transmitter from Location, Transmitter from Location, Zulu und Alpha. Ist das eine ganz neue? Welche? Ja, oder? Die Spirit Level Hardcore Survey. Die da, genau, hier oben rechts. Die ist neu, ja, Spirit. Das ist aber auch Hardcore, krass, okay. Punkte ist schon nicht wenig. 350 ist okay eigentlich. Was ist noch neu? 8 Stunden auf einmal hier. Lifeline Hardcore Construction Established Medical Base for. Achso, die habe ich. Hab ich beide nicht gemacht, ne? Aber 30 Tage haben wir jetzt 8 Stunden. Erreiche den Bauplatz, errichte eine medizinischen Außenposten. Wow, 350 und 100. Ui. Ist aber auch nicht Hardcore, ist nur so 3 Sterne, aber. Wet Work. Okay, ist die gleiche nochmal. Töte das Raubtier. Ist das einfache Raubtier? Ist es das, dieser Predator? Das müsste der Puma sein. Ja. Das könnte man, glaube ich, farmen. 5300. Krass, das ist schon nicht schlecht. Und hier nochmal ganz neue. Firewalk Delivery. Beschaffe eine temperaturempfindliche Biowaffe. Terraforming-Flechte abrufen. Liefern Sie die Flechte an
ihr Dropschiff. Haben wir auch noch nicht gemacht. Dann ist nochmal der Hardcore hier. Mit... Ist so, hier. Mammut. Lol. Oh Gott, die Mission ist jetzt Hardcore Mammut dazugekommen. Die wir schon zweimal gemacht haben, oder nicht? Ist das die? Ja. Die haben wir schon gemacht, ja. Ach stimmt, okay. Aber jetzt ist sie hart drauf einmal? Jetzt, ja, jetzt hätten wir, wenn wir sie jetzt machen würden, kriegen wir nochmal 100 Dingens dazu. Boah, 750 von dem Ding. Alter, ja. Das ist schon... Aber das ist halt auch super viel zum Latschen. Das ist halt, dauert ewig, weil du so lange latscht. Ja, du musst dafür eigentlich fast 2 Stunden einrechnen, weil du einfach laufen musst. Ja. Das ist wild. Was haltet ihr von diesem Aufbau-Dings, dass wir die Station aufbauen, also die Medizinstation? Ist das cool? Auf Hardcore? Ja, das schwerste, klar. Also es ist nicht Hardcore, okay. Das ist eine Stufe drunter. Es gibt die, glaube ich, nicht. Ja, Hardcore. Aber hart oder was auch immer, also mit Zeitbegrenzung oder irgendwie sowas. Wo war die denn jetzt? Hier ist noch eine neue, oder? Das ist auch neu. Snow Crash Hard Recovery. Liefert das Gerät zum Landeschiff. 300. Das ist ja doof. Okay, die ist auch ganz neu hier da oben. Ja, genau. Die Snow Crash. Wo ist denn die jetzt mit diesem Ding, die ich gefunden hatte? Group 15, don't it. Was mit dem Raubtier ist auch krass, ey. 350 und 100. Kann man die nicht schnell machen mit dem Puma? 350 und 100, ist die so schwer? Die kann man schnell machen, ja. Man braucht nur das Gift. Zum Rauslocken. Das Bait-Dings da, das. Okay, wie stellt man das her? Brauchst eine Küche dafür. Diesen Würfelblock da, oder? Nein, so hoch musst du nicht gehen. Müsste noch Rang 2 sein eigentlich, oder? Du brauchst erstmal Tierfett? Ne, du brauchst einfach das normale Ding, die normale Kochstation. Rang 2. Ja, kostet. Okay. 5 Eisen kostet es oder so. 2 Eisen. Ja, 4. 4 Eisen, 24 Stein. Ja. Ja dann. Wenn wir alle auf das Tier schießen, ist ja gar kein Problem. Wollen wir die kurz abfahren? Ja. Ich sag was anderes. Okay. Okay. Ich spiele jetzt ein bisschen Rocket League. Genau, ein bisschen Ballspiel ist ja okay. Never screw around. Boah, krass, 600 für diese aufgelistete Source, die ist auch neu, oder was? Ramp up Stockpile. Mhm. Oh. Ja, da musst du wahrscheinlich irgendwie 100 Platin oder sowas abliefern. Boah. Vermutlich. Also ich würd die mit dem Ding machen hier. Mit dem Raubtier töten und dann halt die Medizinstation nur aufbauen. Mhm, können wir machen. Erstmal schnell schiffen und dann starte ich direkt. Ich gehe nochmal auf zur Charakterauswahl. Zwecks Zeitreset, Dingsbums. Ja, ich kaufe mir jetzt auch nichts. Ich weiß nicht, was ich brauche. Ich kann mir nicht entscheiden. Vielleicht erst, wenn ich mehr Punkte habe, dann kaufe ich alles oder so. Erstmal Ballspielen hier. Beste. Ich hatte Rocket League 2014 Enzo oder so, als das noch in der Alpha war, hatte ich mal einen Key bekommen von jemand, der reinkam. Ja. Und habe ich kurz gespielt gehabt, so ein paar Minuten. War ganz nett, aber ist halt, ja, habe ich jetzt nicht so gecatcht. Damals die. Na, Rocket Alpha. League ist halt schwierig. Ja, einfach ist es auf keinen Fall. Was da voll Skill für das Game. Wie du den Ball triffst und mit dem Auto und sowas da fährst. Mhm. Schon heftig. Ich fand's nett für 2 Stunden. Das war's. So für eine Stunde.
Also mein Fuß, der ist so ein Wichser, ey. Der tut so widerlich. Kann man sich nicht vorstellen. Alles nur wegen Enzo, ey. Schlimm mit dem. So. Okay. Was mit Fuffi? Bist du dabei oder was, Fuffi? Gibt's hier noch? Ist der Fuffi noch da? Fuffi, Sophie? Are you still alive? Okay. Würdet ihr eine Hardcore-Mission alleine machen? Irgendwie? Irgendwann? Kommt drauf an. Vielleicht. Ich bin Angsthase. Ich bin Angsthase. Ich sag's euch, wie es ist. Prinzipiell kann man jede Mission alleine machen, aber manche Missionen sind, also jetzt zum Beispiel das Mammut, alleine ist einfach sehr ätzend, weil es einfach so ewig dauert. Und da würde ich eher den Wolf alleine machen, obwohl das Mammut leichter ist. Ja, wegen dem Laufen. Ich würde da gerne wissen, was für Sachen man da abgeben muss. This one's for Sinatai. Wie heißt die Mission? Und dann gehen wir da rein und gucken nach. Achso, und dann wieder raus, oder was? So meinst du es? Einfach gucken. Aber muss man da viel latschen, oder was? Wenn man zu viel latschen muss, ist auch kacke. 400 Kilometer. Hm. Ich vermute schon, dass man einiges latschen muss. Ja, deswegen. Ramp up Stockpile. Icarus. New missions for spec select improvements, Icarus. Three missions, bla. Spend. Welcome. Vor 6 Stunden. Ja gut, aber ich habe da keine Dinger. Dann, Ich würde da so gern so. Vielleicht so wir müssen so Screenshots machen oder so von Sachen, aber irgendwie. Ich muss gerade mega lachen. Warum denn? Weil auf TikTok. Hat einer zu dem Thema Icarus ein Russe. Der hat einen Eisbär halt zu Hause. Gut, umstrittenes Thema, gehört dort nicht hin. Und alles, ne, brauchen wir nicht drüber reden. Aber der hat unter einen Kommentar, wo einer geschrieben hat, die Eisbären sind viel zu schwer, hat er einfach ein kurzes Video, ein kurzes TikTok zugemacht, wie er mit seinem Bär im Haus sitzt und mit dem zusammen Eis isst. Und sagt, ist doch easy. Ich verstehe dein Problem nicht. Okay, das ist netter Humor. Huch. So. Kann er einfach keine Liste. Den Humor feiere ich halt voll. Also wie gesagt, davon abgesehen, dass ich sowas null unterstütze. Der Eisbär gehört da nicht hin, auch wenn es in Russland ja, kalte Regionen gibt. Nicht. Aber der Humor ist schon geil. Also, der ist heftig, ja. Machst du noch mit, Fufi Sophie? Ja. Oh, ich kann mir das nicht mehr geben. Ich habe gerade schon wieder ins Reddit geguckt und da ist schon wieder so ein Hate-Kommentar von irgendjemandem, der von einem Bären gefressen wurde. Ja, lass das blöd doch. Ist, ja, einfach mal ein Eis anbieten, dann geht das schon. Echt mal. Und weil das so blöd ist, diese Bären platt zu machen, hatet er das Game einfach runter. Ja. Guck doch da nicht immer hin. Da lasst euch da nicht unterkriegen. Naja, ich gucke halt eigentlich nach coolen Posts. Aber irgendwie Icarus ist halt das Thema, was ich gestern meinte. Ja, ja. Von so vielen Hate-Kommentaren verseucht, weil es einfach kein, weil es schon ein actionreicheres Game ist als irgendwelche Aufbaustrategiespiele. Weil hin und wieder findet man halt auch geile Tipps und geile Tricks und Sachen, die man noch nicht wusste und so. Das ist schon eigentlich ganz cool. Das ist gut, aber da musst du erstmal viel Scheiße lesen, bis das alles ausfällt, den ganzen Tag.
Alles klar hier, mal in der Hand. Achso, das hab ich gar nicht gecheckt. Und lauter Dings hier. Gerade gerade AFK, okay. Jo, jo. Sorry, hast jetzt gesehen hier. Vielleicht bist du eh schon am Handy, guckst du nach. Oh, Florian. Oh, cool. Du musst noch eben umwechseln, oder? Ja. Oh, das ist auch geil. Ich guck halt so gerade so Funny-Videos. Quarantänetag 20. Ich hab mir einen Dobermann gebastelt. Eigentlich muss... Warte, ich mach einfach mal nur ganz kurz. Nur so zum Lachen. Guck dir das mal an, Zero. Ich hab mir einen Dobermann gebastelt. Was hat er denn gemacht? Kann man das zeigen? Übertragung, ja. Ist einfach nur witzig. Wow. Ich wurde fast getötet von dem. Mir schon mal passiert. Es ist Hardcore-Mission, Alter. Ich bin schon ein HP mit einer Peter nicht herum. Der hat halt so einen kleinen Dackel und der hat den Stelzen gebaut, damit er aussieht wie Dobermann. Du Scheiße. So, geht's los jetzt hier. Der ist einfach auf mir gelandet, der andere. Wer? Normalerweise landet er 100 Kilometer weg. Ja, der zweite, ciao. Ein HP überlebt. Nee, noch nicht, gut. Ja, ich hab mal beim Kumpel gesagt, aus Spaß, ich fang dich auf. Mhm. Also, Kumpel halt, mit dem ich zusammengezockt hab, da jemand. So, mit dem ich Icarus angefangen hab. Und ich hab halt nicht gedacht, dass das Feuer realistisch Damage macht. Von der Düse. Auf einmal ging die Landedüse an, kurz vorm Boden, und er hat mich weggekult. Selber mir auch eben passiert. Aber nicht ganz gestorben. Ein HP. Und wieder eine Extreme hier. Na klar. Nur noch. Ihr seid aber mutig. Na klar, ist immer mutig. Du bist ja dabei. Deswegen. Ich will, glaube ich, keine richtige Hilfe. Ich bin heute so. Irgendwie ist heute so ein Tag, wo ich mich so. Aber du bist doch schlapp so. Du bist da, baust ein bisschen Häuschen. Stoß einen Stein auf den anderen setzen. Das ist so ein Tag, wo ich heute sage: Let's go, über die 2 Meter Mauer springe ich drüber. Was denn? Machst du da 1,50? Aber die Kapsel ist schon interessant gestaltet, ne? Mit Radio drinne und allem. Luxuskapsel. Den Lautsprecher, was haben wir hier noch so? Ja, Hauptsache, ja, Autobahnkegel mit in der Kapsel. So eine Warnkegel. Ja, damit du den Landezone abstecken kannst. Ja, ist ja auch so die Gefahr, dass hier noch einer kommt. Ja, wie jetzt eben da. So. Achso, ihr braucht Invite, oder? Bücher da. Ich weiß nicht. Könnt rein? Kann einfach rein. Bin schon okay, gelandet. Das habe ich ja gehört. Einer ist ja gelandet. Ja. Welches ist das jetzt? Das ist Vieh töten, oder? Mit dem Vieh, ja. Wer hat mich auf, was müssen wir machen? Also Tag 5, gar kein Problem. Easy. Brauchen wir ein Haus? Ja. Klar, ja, braucht man. Bisschen, ja. So, Rang 2 reicht alles. Zwecks, ja. Also 2x2. Ja, so viele auch nicht. Also schon. Ja, 3x3 würde ich schon machen. Ja.
Ja, dann kümmere ich mich um Ausbau. Mach das. Aber wir bauen da, wo das Viech ist, auf dem Ding. Also nicht hier bauen, nichts bauen hier. Wir rennen gleich los. Wir bauen auf dem Hügel, wo das Viech auch spawnt, so ein paar Meter runter. Also, ein bisschen weiter weg. 10 Meter. Wir müssen erstmal die Spuren wiederfinden, gell? Ich hab gerade rausgefunden, was man für diese Stockpile-Mission braucht. Genial, okay. Viel? Nein. Wie nein? Das ist sarkastisch gemeint, oder? Hast du dich schon wieder spoilern lassen? Ja, ist doch super, bevor man da reingeht und sich da nervt, das ist ja okay. Das ist ja nicht schlimm. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, ich glaube, das ist ein Bug. Das kann nicht echt sein. 800 Platin. Hier steht 350 Glas und 250 Zement für den ersten Pot. Okay, geht. Für den zweiten Pot 60.000 Biofuel. Ich weiß nicht genau, wie viele Nister das sind. Aber dürften einige sein. Aber auch 50.000 Oxygen. Wie 50.000? Das passt doch gar nicht in die Kuppel. Kapsel. Weiß nicht, ich vermute, dass das irgendwie abgefüllt sein soll. Und dass du dann vielleicht Sauerstoff irgendwie mehr hast. Also keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Du musst deine Flaschen aus dem Orbit hergeben. Vielleicht. Ist die Frage, wie viel ist das drin? Sieht man das irgendwo? 0,1. Ja, oh ne. Ich habe nichts drin jetzt. Wie lange geht die Mission? Die jetzige? Nee, 6 Stunden. Die Apfelmission. Da ist schon eine. Schon einige Tage. Ist, auch, ist keine Hardcore, ist nur so eine neue Mission. Es gibt ja drei neue. Gute 3 von 4 Sternen. Die ist ja auch keine Hardcore. Ist das eine Hardcore? Doch, oder? Ich glaub schon. So. Das hier ist Hardcore, ja. Okay. Also ich wollte eigentlich beitreten, ne? Vielleicht sollte ich das auch mal tun. Oh ja. Wenn du uns da retten möchtest, passt das ja. So, ich bin jetzt schon fast zweimal gestorben. Einmal von der Kapsel, einmal vom Baum. Hab hier direkt natürlich nicht, weil ich kein Fleisch habe. Alles läuft richtig hier. Das mit dem Baum habe ich auch schon gerade probiert. So, läuft super. Was? 9. Das brauchen 18 mal da. Ja, wir müssen aber erstmal paar mal hin und her reisen. Das ist doch, glaube ich, nicht da das Tier, oder? Man muss doch erstmal hin und her reisen wieder wegen Bischbund und so ein Scheiß. Das ist doch eh nicht da. Ich stecke mir halt das Haus schon mal in die Hosentasche. Das ist klar. Das ist ja ein mobiles Haus und so. Einfach halt toten Wolf angreifen. Na klar, man macht. Oh, boah, der tötet mich jetzt. Ja. Einfach tot. Keine Chance mit 20, 30% AP. Tot. 92er Wolf. Ja, ja. Oh, mich greift der andere Schar, greift ein Schwein an. Oh Gott, ich kann nichts machen, der ist halt. Ochsen, direkt ins Gesicht. Kann ja nicht. Der hat da nichts leer. Ich meine, das ist ja egal, der kann ja sterben, ist ja okay, aber ich wollte ihn halt noch eine Minute am Leben lassen, dass er mich retten kann. Wo ist Gax, dass ich den aufheben kann? Ah, das macht Zero schon, ne? Ich bin irgendwie auf dem Weg, ich glaube zumindest. Der Wolf entschillt bei mir mit 10% HP. Nice. Leder. Also, der, ja genau, das war meine Intuition, das Leder von dem zu nehmen, aber es nimmt dem einen Leder. Ja, danke.